dauern, ne? Nee, das dauert nicht mehr lange. Ach was. Das Ende einer großen Liebe. Die haben sich schon wieder getrennt. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch klar. Der ist doch noch immer nicht über seine Ex hinweg. Ich lese die Dinge eigentlich nicht, aber die liegen immer bei meiner Freundin. Das ist bei mir genauso. Die lieben uns zu Hause wie Sand am Meer. Aber hier in der, da ist ein ganz toller Artikel, Seite 72. Nein, wir haben uns noch nicht entschieden. Genau, gegebenenfalls melden wir uns dann bei Ihnen. Ja, in Ordnung, keine Ursache. Wiederhören. Schon wieder eine Baufirma, die von dem Brand gehört hat und sich um die Sanierung bewirbt. Die denken alle, dass die Versicherung zahlt. Das hätten wir nicht schon genug Probleme, fordert Sebastian auch noch alle Kredite zurück. Naja, er meinte eben, die Sonderkonditionen, die gelten nicht mehr, wenn du das Gremium verlässt. Ah ja? Schlägst du dich jetzt auch noch auf seine Seite? Das habe ich doch jetzt gar nicht gesagt. Schon gut, schon gut. Es stinkt mir einfach gewaltig, dass für Sebastian die Gunst unseres Vaters wichtiger ist als eine erneute Insolvenz. Ach, wer weiß, vielleicht bekommt die Polizei den Brandstifter ja doch noch. Brandstifter? Vielleicht war es auch überhaupt keine Absicht. Keine Absicht. Irgendjemand ist schuld daran, dass wir jetzt vor dem Nichts stehen. Und auch wenn dieser Mensch noch gefunden wird, wovon ich nicht ausgehe, wer sagt uns denn, dass er eine Haftpflicht hat, die für den Schaden aufkommt? Eine Kippe im Stall wegschmeißen. Ja, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Tristan, du bist ja doch noch hier. Wieso doch noch? Hagen, hast du einen Moment? Ja. Was ist los? Alles gut? Der Brand hat dich fast ruiniert und... Naja, ich dachte, sie ist einfach als Starthilfe. 230.000? Das kann ich nicht annehmen. Hagen, wenn du dich selbstständig machen und dein eigenes Gestüt aufbauen willst, dann brauchst du das Geld. Aber deine Entertainment-Sparte schwächelt auch gerade, wenn jetzt noch Marlene als Lady Rose ausfällt. Das sind Peanuts im Vergleich zu deinem Schaden. Trotzdem, du brauchst das Geld genauso wie ich. Ich habe einfach ein paar Fonds aufgelöst. Bitte nimm das Geld an. Jetzt? Tristan, ich verstehe nicht viel davon, aber ist das nicht gerade ein ungünstiger Zeitpunkt? Jetzt mach dir mal darüber keine Gedanken. Also gut. Aber wenn ich das Geld annehme, dann nur als Kredit. Nein, das ist dein Geld. Eine Familie ist dafür da, um sich gegenseitig zu helfen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Danke. Das will ich dir nie vergessen. Ich zahle sie trotzdem zurück. Und? War der Zeh gebrochen? Ja, natürlich. Splitterbruch. Ah. Ich habe das zuerst gar nicht so wahrgenommen. Ich meine, ich musste erst mal das Schränkchen in die Werkstatt bringen. Mhm, klar. Und auf die Idee, gleich zum Arzt zu gehen, bist du natürlich nicht gekommen. Naja, doch ein paar Tage später, als ich in keinen Schuh mehr reingepasst habe. Bei mir war es der kleine Finger. Alle haben gesagt, Charlie, geh zum Arzt. Es kann was Ernstes sein. Natürlich war er gebrochen. Aber immerhin können wir sagen, wir haben das ganz alleine geschafft. Ja. Wir brauchen keine Männer. Nein. 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 Absolut nicht. Darf ich mitlachen? Nein. Wir lachen hier ganz alleine und dabei brauchen wir keine Hilfe von niemandem. Genau. Oh, Olli, mach die Tür zu. Denk an die Heizölpreise. Ja, ich wollte eigentlich auch nur fragen, ob du wieder zu uns rüberkommst, aber wenn ich diese gute Laune hier richtig deute. Ich bleib erstmal bei Charlie, weißt du, sie hat sich vorhin verbrannt und braucht dringend 24 Stunden Pflege. Du weißt ja, sie spielt so gern die Heldin. Arme Charlie. So, dann haben wir hier den zweiten heißen Kaffee. Ja, danke. Es war nett, mit dir zu plaudern, aber jetzt muss ich wirklich los. Tut mir leid, sorry. Balz. Herr Balz. Voilà, darf ich bitten? Na, es wurde auch Zeit. Als Vorspeise serviere ich Ihnen eine Salatvariation an Avocadospalten und Granatapfelkernen. Zum Hauptgang serviere ich feine Entenbruststreifen mit einer Schokoladen-Rotweinsauce und frischen Erdbeeren. Und das große Finale bilden die Melonenkügelchen auf Basilikumblättern mit Kokosraspeln. Guten Appetit. Melone mit Basilikum. Öfter mal was Neues. Ist das neu?
Die Kette ist neu. Aber das Kleid, das hat Leonie bei LCL abgestaubt. Ach so. Ah, steht dir auf jeden Fall hervorragend. Danke. Frau Kim Wolf? Ja? Inkasso Worldwide. Ich bin im Auftrag der Firma Tsubabo hier. Emilio, es gibt eine Sache, die du ganz dringend noch lernen musst. Timing. Du kannst das herrlichste Menü kreieren, wenn die Gäste zu lange darauf warten müssen. Nutzt dir das gar nichts. Aber ansonsten originelle Zusammenstellungen. Die meisten hätten wahrscheinlich das Gemüse für den Salat genommen und das Obst mit der Schokolade kombiniert. Echt? Ist doch voll langweilig. Moment, Moment. Klassisch ist nicht gleich langweilig. Aber das hat alles perfekt miteinander harmoniert. Respekt. Du hast Talent. Willkommen in meinem Workshop. Ich freue mich auf dich. Und danke für das hervorragende Menü. Sehr gerne. Ihre Jacke? Ja. Ja, hier. Moment. Hier. Danke. Ciao. Das ist der Wahnsinn, ich bin im Workshop. Und der Balz hat gesagt, dass ich Talent habe. Das ist der Wahnsinn. Ja, hast du ja auch. Und wenn Kim davon erfährt, die macht Freudensprünge. Die hat immer an mich geglaubt, das ist neben dir. Meinst du, Kim hat nichts dagegen, dass du die Urlaubskasse plündern? Ach, so ein Quatsch, es geht um meine Zukunft. Das wird sie verstehen. Das wirst du sehen. Viele sehen. Hey, stopp. Wer war das? Das war Herr... Ist egal, ich musste nämlich was erzählen. Ich hab dich ein bisschen belogen. Was? Du warst gar nicht bei Timo? Doch, ich war bei Timo. Ich habe auch bei Timo geschlafen. Ich habe nur nicht mit ihm das Video geschnitten, sondern gekocht. Gestern und heute Morgen nochmal. Hier, der ist für dich. Ich wollte es dir erst nicht sagen, weil nicht ganz sicher war, ob es klappt. Aber jetzt ist es amtlich. Ich habe einen Platz in einem Workshop von Tommy Balz bekommen. Das ist der Durchbruch, verdammt. Das ist meine Chance. Ich werde ein Spitzenkoch. Ist das geil? Tommy Balz. Ich weiß, ihr blutet mittlerweile die Ohren wegen dem Namen Tommy Balz. Aber das ist doch großartig, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich weiß, du machst jetzt Gedanken, wie man das zahlen soll. Und ja, ich werde die Reisekasse plündern müssen. Aber Prinzessin, ich verspreche dir, ich zahle das alles zurück und mach's wieder gut. Ja? Emilio, ich... Kim, was ist mit der Urlaubskasse? Da waren fast 800 Euro drin. Wo sind die hin? Der Typ, der war von einem Inkasso-Unternehmen. Der hat sie mitgenommen. Der hat sie mitgenommen? Fast 800 Euro hat er mitgenommen? Das darf doch gar nicht wahr sein. Und was ist mit unserem Konto? Was ist mit unserem Konto? Es ist gesperrt. Wir haben kein Geld mehr. Auch nicht für deinen Workshop. Emilio, wir sind total pleite.